Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören, aber was halten Sie von folgendem lyrischen Meisterwerk? Mach den Hub, Hub, Hub. Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Mach den Helikopter 117. Was wollte der Autor uns damit sagen? Das geht eindeutig in die Mechanik. Ich denke, ihm geht es da auch so ein bisschen um die Freude am Leben und so ein bisschen sich einfach auch gehen lassen und so, einfach auch mal ein bisschen das Leben genießen, so wie es eben kommt. Ja, das hat unteres Niveau. Manchmal geht es ja hier ein bisschen um mehr bei der Literatur. Sie haben nicht so den Zugang dazu. Will ich auch nicht. Also, Entschuldigung, da kann ich nichts mit anfangen. Ne? Das ist keine deutsche Literatur. Deutschland ist ja das Land der Dichter und Denker. Und daher kommt auch dieses Werk, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner, denn Döner macht schöner. Sie erwarten von mir eine germanistische Interpretation vielleicht, oder ich weiß nicht. Was halten Sie von dem Text? Ich kenne den Autor oder die Autorin nicht. Ich vermute mal, es geht stark in das Unterhaltungssegment. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Das ist überhaupt nicht mein Humor oder mein Geschmack. An diesem lyrischen Werk kam in diesem Sommer wirklich keiner vorbei. Ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Das ist mir an mir vorbeigegangen, das Gedicht. Echt nicht? Aber nee. Ist jetzt nicht so die, ich sag mal, nicht die hohe Literatur, die man so auf einer Buchmesse erwartet, denke ich. Ich glaube, der Autor wollte uns von seinen tiefen Kindheitstraumata und seiner Beziehung mit Frauen erzählen. Dieser falsche Reim, Laila auf Geiler, irgendwie, es hängt doch. Ich meine, das hätte doch besser werden können, oder? Also Sie glauben nicht, dass der Autor Schürze der neue Goethe wird? Ein kleines Goethchen vielleicht, mehr nicht. Der FFH-Dummfrager. Die neueste Folge immer dienstags in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.